Ja, was können wir denn machen? Dann müssen wir zu Jules gehen, würde ich sagen, ne? Wenn wir jetzt gemeinsam erkunden. Hast du noch was für mich? Wer möchte frisches Gemüse und Setzlinge für den Garten haben? Wie wäre es mit dir? Ja, her damit. Ich nehme das. Du bist so schön, ja, natürlich. Bist du brav, dein Gemüse? Was ist das für eine Frage? Warum interessiert dich das? Hallo, ich bin noch keine 5 mehr. Sehr gut, weiter so. Im Frühling ist das Gemüse besonders knackig und lecker. Also nicht nur das Fleisch essen. Ja, warum? Das Fleisch ist immer das Beste. Hutkort versammeln. Ja, komm, dann gehen wir doch mal gemeinsam mit Yukiko hin. Hey, guys. Hallöchen. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich an nichts erinnern kann, obwohl ihr all das auf euch genommen habt. Wie gesagt, mach dir keinen Kopf. Du bist in Sicherheit, nur das zählt. Ja, danke. Allerdings frage ich mich, was der Mörder wohl als nächstes plant. Im Moment können wir nur den Midnight Channel beobachten und auf seinen nächsten Zug warten. Ja, dann gehen wir in die TV-Welt. Ich weiß noch nicht, was ich da jetzt machen soll, aber... Ein bisschen grinden oder was? Worauf läuft das jetzt hinaus? Ich meine, kann ja nicht schaden, ne? Also muss man jetzt mal ganz konkret sagen. Oh, Sensei. Wie kann ich helfen? Ich hab's dir noch gar nicht gesagt. Aus irgendeinem Grund spüre ich einen mächtigen Schatten in der Burg. Vielleicht wird diese Welt instabil, weil so viele Leute ein- und ausgehen. Ich glaube, der Schatten hat nichts mit dem Täter zu tun, aber es gefällt mir nicht, dass er hier ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ihn für mich besiegen könntest. Ja, machen wir. Kann ja nur Erfahrungspunkte geben. Was kann denn jetzt überhaupt erstmal, was wir uns angucken sollten, ja? Was kann denn wirklich hier die Persona von... Haben wir jetzt dieses ausgerüstet? Ja. Von Yukiko. Wahrscheinlich Feuer, nehme ich mal an. Ne? Konohana Sakuya. Ja. Dia kann auch heilen, sehr schön. Agi, Mepatra und Maragi. Oh, sie hat sogar schon einen Gruppenangriff. Media, also sie wird wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Heilerin sein. Wahrscheinlich besser als wir. So, was sagst du dazu? Ich habe es dir zu verdanken, dass ich hier bin, oder? Pipsi-Kun, ich will mich bei dir bedanken. So, Borkin. Ah, nee. Ich will da eigentlich nicht hin, aber wenn du es sagst, ja, wir müssen. Also, wir müssen nicht, aber wir machen es einfach. Los geht's. Ich spüre einen starken Schatten in dem Raum, in dem Yuki-chan war. Sensei, du solltest ihn besiegen. Ja, nutzen wir das. Ich meine, warum nicht? Wir können auch ein bisschen hier wirklich grinden und sowas. Das passt doch. Also, finde ich eine gute Sache. Spalten. Na toll, fängt ja schon mal gut an. Wir können erstmal gucken, wie weit wir kommen, letztendlich, ne? Und was waren hier die Schwäche von dem Vieh? Wind. Oh, krass. Auf die Beine helfen, sehr schön. Ja, ist schön, dass du noch Zeit hast, dazwischendurch das zu machen. Ich finde die Sache. Na klar, los geht's. Immer drauf da. Das sollte schon eine gute Sache sein, hier Karten mischen. Weil es macht auch wirklich mal Spaß, weil man hat auch das Gefühl, dass hier wirklich auch mal gute Sachen bei rauskommen. Ne? Absaras könnten wir uns auf jeden Fall nehmen. Auwert der ausgerüsteten Persona steigt. Oh, das ist natürlich halt eine Erfahrungspunkte, ich glaube, auswählen. Also die Werte von der Persona-Steigerung ist natürlich geil, aber ich glaube, das ist bei Flipsy gar nicht so wichtig. Ich glaube, ich nehme die Persona. Weil die brauchen wir später wirklich zum Skillen, ne? Ist mir schon wichtig, so. So. Und dann können wir mal ein paar Items sammeln. Ist halt auch nicht verkehrt hier. Pfirsichsamen. Na gut, die sind noch ziemlich scheiße, aber... Ja, guck mal, die Schatten werden auch... Das ist interessant, ne? Die werden auch kleiner, je schwächer die sind. Boah. Meine Fresse ist ja nah dran. Blitz! Guck mal, wir kriegen die jetzt richtig gut weg gerade. Ich kann mal einfach normal auf die draufschlagen. Kriegen wir auch schon. Ich muss doch gar nichts verschwenden an SB. Ne? Kriegen wir auch so hin. Der Kampf bringt nur noch die Hälfte der EP und ich könnte 2 mehr machen. Wäre jetzt eine Skillkarte. Eine vorhandene Karte wird zu einer Persona-Karte. Machen wir das. Absaras natürlich. Nehmen wir. Skill-Karte. So. Du hältst eine Skill-Karte Agi. Naja.
brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, aber man kann es ja mal mitnehmen, ne? Ist jetzt ja nicht so verkehrt, dem auch mal anzunehmen. Oh, Schatz entdeckt. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Ich hätte jetzt... Und es ist eine Auferstehungsperle, das ist doch fantastisch. Das sind doch echt so Items, die wir brauchen. Ist ja gar nicht verkehrt, dass wir uns jetzt echt nochmal hier den, ja, das Schloss geben. Ja, guck mal hier. Perfekt, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wir sind ja ganz gut, was so die SP betrifft. Guck mal, was, wie der Schatten auf der letzten Ebene noch aussieht. Perfekt. Ja, machen wir einfach weiter so, ne? Aber ich bin, es sieht gerade wirklich an. Warte mal, was haben wir hier? Glückswert hoch. Eine vorhandene Karte wird zu einer Arcana-Karte. Das ist eigentlich beides. Weißt du, wir werden mal hier halbieren. Dafür aber erstmal Glück und das hier. Wird zu einer Arcana-Karte und es ist. Eine vorhandene Karte wird zu einer Persona-Karte. Sweep-Bonus. Du hast alle Karten in deinem Geist erhalten. Gibt es einen Sweep-Bonus mit folgenden Vorteilen. Nach dem nächsten Kampf kommt es garantiert zur Shuffle-Time. Das ist ja geil. Du kannst zwei Karten mehr ziehen. Geil! Oh, das ist natürlich praktisch. Also wenn ich jetzt sogar strategisch die Karten einsetze, dann kann ich umso mehr bekommen. Die Persona-Karten, die du bereits besitzt und Karten mit negativem Effekt verwandeln sich in andere Karten. Ist deine Chance auf noch mehr Karten. Geil. Das ist ja fantastisch. So, Izanagi ist jetzt glücklicher. Finde ich geil. Auferstehungsperle erhalten. Ja, perfekt. So, dann gehen wir doch einfach mal weiter. Achso, ich wollte nur mal gucken, genau, was ich jetzt schauen wollte. Ich bin aber, Schwierigkeit ist schwer, oder? Erlitt nur Schaden. Groß, klein, normal, normal. Ja. Ja, normal, groß, klein. Na gut, da bin ich halt gerade wirklich überlevelt. Aber das mit dem Shuffle Time ist echt nice, oder? Würde ich auch sagen, Prüsen. Finde ich richtig gut. Ich werde natürlich trotzdem mir alles mehr angucken, ist klar. Im Fall der Fälle. Alle Items, ich meine, die Items bringen mir wirklich auch mal was. So Lebenssteine und so, das sind echt noch Items, die ich gut gebrauchen kann. Und das Schöne ist, guck mal, das ist halt auch überschaubar, ne? Du weißt, es sind jetzt 8 Ebenen. Das passt halt schon. So, wartet hier jemand auf uns? Nee. Das ist der Royal Court scheinbar, ne? Sind ja nicht mal ganz 8 Ebenen, eigentlich sind es ja nur 7 Ebenen, wenn man es mal so sieht, oder? Immer. Und die sozusagen rausnimmt. Spieler im Vorteil, einfach drauf da. Ist in Ordnung. Ja, guck dir das mal an. Ja, kannst du Angriff hoch machen. Dann haben wir dich umgebracht, ne? So, Shuffle Time. Definitiv haben wir. So, Sweep Bonus. 3 übrig. Da müssen wir nicht mal das Schlechte machen. Ausgerüstete Persona. Plus 1. Sehr gut. Vorhandene gewonnene Arcana-Karte. Ereignis Gold. Dann machen wir das hier. Das hier und das hier. Hier wieder ein Sweep Bonus. Geil. Das fetzt ja. Ja, vor allem weißt du eigentlich, wie stark wir da echt unsere Persona verbessern können? Ich meine, die wird ja richtig mächtig, ey. Weil die, ich sag mal, wenn man jetzt richtig hart grindet oder so, kann man die ja wirklich bis 99 hochkriegen, theoretisch. Also, ich weiß nicht, wie es faktisch aussieht, aber theoretisch ist das möglich. So. Was haben wir? Pfirsichsamen. Na gut. Ich hoffe, wir können auch bald noch was einpflanzen, ne? Ich bin echt mal gespannt, wo wir dann mal die Angel herbekommen. Also von dem alten Sackscheim und nicht, ne? Das wird jetzt hier wahrscheinlich alles wieder so. Was war jetzt nochmal die Karte für... Map war... Y. Ah, gut. Ja, weil wir kommen ja ganz easy nach oben, ne? Wenn wir die jetzt alle wieder so... kaputt kloppen können. Ja, ganz easy. Finde ich schön, da haben wir uns vor allem auch die Zeit sinnvoll genutzt, ne? Weil die Erfahrungspunkte werden wir brauchen. So 3 übrig. Gegner bemerken dich erst beim Ebenenwechsel. Dann nehmen wir alle 3. Sweep Bonus. Im besten Fall können wir das echt aufrechterhalten, ne?
Du hättest nach dem nächsten Kampf mehr Geld und natürlich, du hättest nach dem Kampf mehr Erfahrungspunkte. Nee, nach dem Kampf ja. Sehr gut. Ey, das lohnt sich super. Also, es ist wirklich schon von dem Belohnungssystem her, also schon ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu Tartarus, ne? Ich greife ihn trotzdem an, das sind Erfahrungspunkte, ne? Dafür können die ja noch nichts. Gut, Josuke müsste echt mal lernen, ein bisschen mehr, ein bisschen besser zu treffen. Ja, ja, ist echt der Wahnsinn, der Unterschied. Ja, würde ich auch sagen, ne? Es ist unfassbar. Also, ich habe das selten erlebt bei einem Spiel, das wirklich... Nee, ich habe es echt selten erlebt in einem Spiel, das wirklich zwischen zwei Teilen so ein großer Unterschied besteht. Glückswerte ausgerüstet in Persona Plus 1, er hat das Gold erhöht. Er hat einen Truhenschlüssel, den nehmen wir auf jeden Fall. Ja, diesmal schaffen wir keinen Dings. Da würde ich sagen, nehmen wir noch Glückswert natürlich. Erhalte eine Skillkarte. Ja, Skillkarten sind gut. Glaube ich. Ein bisschen mehr Gold hätten wir uns auch nehmen können eigentlich. Ja, Sio. Und die Skillkarten sind vielleicht gar nicht so gut, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was wir daraus machen können, ne? Ja. Guck mal hier, drei Stück diesmal. Ach nö, ich bin nicht careless. Alles gut. So, hier. Oh, resistent. Ist okay. Wie gesagt, komm, dann renn weg. Weil bis jetzt jede Runde, ne? EP halbiert noch zwei, gucken wir mal. Zwei mehr, der Kampf bringt nur die Hälfte des Geldes. Und die Stufe der ausgerüsteten Persona steigt, auf jeden Fall nehmen wir das. Weil wir könnten es machen trotzdem. Also zum Beispiel Geld ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt machen wir mal das hier. Nehmen wir die auf jeden Fall. Wir könnten auch das machen. Haben wir auf jeden Fall eine Shuffle-Time. Ich mach das einfach. Oder ist Sweet-Bonus. Ja, Izanagi ist einfach eine Stufe aufgestiegen, ne? Also einfach so. Krass. Ey, vor allem, das ist ja das erste Mal irgendwie in der Persona-Reihe, dass ich das Gefühl habe, dass uns die Anfangspersona wirklich noch lange was bringen könnte. Glaube ich zumindest. Weil wenn die Skills dann weiter, wenn die mitskillen, dann wäre das sehr praktisch. So, einfach drauf da. So, der macht jetzt wieder Taokaya. Auch völlig nutzlos jetzt. Also zumindest. Völlig nutzlos. Fantastisch, ey, ich bin richtig glücklich. Das macht so Spaß gerade, ich glaube es nicht. Ich hätte nicht gedacht ernsthaft, dass mir Grinden in Persona mal Spaß machen wird. So, wir könnten eins, eine vorhandene Karte wird zu einer Arcana-Karte. Eins mehr. Machen wir doch. Oh, scheiße. Na gut. Gegner bemerken, er ist da. Das hier. Und hier. Stufe der ausgerüsteten Persona steigt. Ich glaub's nicht. Wie geil ist das denn? Ist das geil. Und draußen regnet es gerade. Die Welt geht unter. Obwohl, so schlimm ist es eigentlich nicht. Ja, ne, Izanagi ist einfach mal Level 11 mittlerweile. Ich würde sagen, wir können uns eigentlich freuen, oder? Oder gibt es jetzt einen Grund, traurig zu sein? Ich glaube nicht. Es ist krass, es ist einfach nur absolut krass. Es ist... Ich finde dafür keine Worte, also... So, warte, wir erstmal zu der ersten Tür rennen, die wir hier haben. War das jetzt... Jetzt war nur noch eine Tür, die wir offen hatten. So. Was haben wir denn hier Feines? Oh, Le Schatz. Und es ist Amrita Soda. War das... Nee, das war nicht der, was der Typ haben wollte, oder? Nee, Mori Ranmaru. Bringt ihm Mori Ranmaru Shochu. Ich weiß halt nicht, was das ist. Hat er gesagt, was das direkt war? So eine Spirituose oder sowas war das doch, oder bin ich jetzt irgendwie völlig falsch informiert? Naja. Auf jeden Fall, SOS müssen wir auf keinen Fall drücken. Ich glaube, wir kommen ganz gut durch, ne?
So. Ach, hat schon wieder aufgehört zu regnen, ne? Gut, das ging schnell. Das war scheinbar nur mal so ein kurzanhaltend hier. Keine Gefahr mehr. Aber wenn es drei sind, ich mach die fertig. Ja, mach ruhig. Können wir schön unsere Erfahrungspunkte echt für die Endgegner sparen, ne? Für den Zwischengegner. Ist okay, kein Problem. Ja, guck mal, selbst mit selbst wenn die Schwachstelle irgendwie anfixiert wird, ist das trotzdem fast gar nichts, ne? Dass sie einen Schaden nimmt. So, was haben wir denn? Sweep-Bonus. Yukubach. Gesammelte, beginnende Teil der SP. Das ist sehr gut. Er hat eine Skillkarte. Wird zu einer Arcana. Nehmen wir das hier und das. Die Sachen nehme ich dann immer im besten Fall zum Schluss. Ja. Der gesamten Gruppe wurde wieder hergestellt. Boah. Tsukukaya ist schon sehr gut, würde ich sagen. Ja, du musst es gar nicht ausprobieren, wir machen dich fertig hier. Ne? There are three enemies. Careful. Oh oh. Egal, ja, guck mal hier. Cool, ja, nix, Alter, gerade wie stark wir plötzlich sind, ja. Ja, ihr könnt gerne magische Kräfte sammeln. Ist egal. Ja, siehst du, guck mal. Und jetzt können wir sogar zu viert angreifen. Perfekt. Mabufo. Ja, ist nicht schlimm. Och. So, was haben wir denn hier Feines? Glück wieder hoch, erhalte den Truhenschlüssel. 3 Stück können wir machen. Da kommen wir aber leider nicht. Also wir können auf jeden Fall Glück hoch, Truhenschlüssel. Pixie haben wir doch schon, oder? Aber das... Glück erhöht, Truhenschlüssel erhalten. Warte mal, ich kann das nicht fassen. Ich habe jetzt schon 5 Mal nachgeguckt, ich weiß, ich bin aber groß, erlittener Schaden, groß, klein. Normal, ja, wir sind einfach gut dran gerade, wirklich. Ja. Gut. Ich kann es ruhig glauben. Gut, wir sind ja wahrscheinlich gerade auf einem guten Level, das muss man ehrlich mal sagen. Wahrscheinlich ist es das gerade einfach. Wir müssen ja auch bald bei dem Endgegner tatsächlich schon sein. Mal sehen, was der einbringt. Hoffentlich ein schönes, seltenes Item oder irgendwas. Oh, ich habe eine Schatztruhe gefunden. Das war ich, der die gefunden hat. Ne? Auferstehungsperlen werden uns jetzt auch an den Kopf geworfen. Aber nehme ich gerne an. So. Und los geht's. Wenn am Ende ist es immer noch Grinding, aber es ist halt wirklich ein Grinding, was sich gut anfühlt. Ne? Also, weil... Man sieht auch schon Erfolge, das heißt, ich habe auch das Gefühl, am Ende dieses Streams zum Beispiel, werden wir auch durch das Grinding definitive Erfolge sehen. Und das ist schön. Das macht mir halt einfach nur Freude gerade. Muss ich mal sagen. So. Hier geht's auch weiter. So, wir gehen einfach mal geradeaus, wir wissen ja nicht, wo es lang geht letztendlich. So, hier ist der... Ja, zurückgehen müssen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde die ganze Ebene erkunden. Ich nehme hier jede alle Erfahrungspunkte mit, die ich kriegen kann. Vor allem, wenn ich sie so leicht kriegen kann, wie gerade eben. Ja. Man merkt natürlich, die Ebenen werden jetzt definitiv länger. Oh, jetzt haben wir hier eine schöne goldene Truhe. Nehmen wir mit. Was haben wir? Krähenamulett. Was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Erhöht die Magie um 2. Es wäre vielleicht, warte mal, wir könnten uns jetzt mal wieder was Gutes hier. Ausweichrate gegen Feuerangriffe erhöht die Stärke und wir hatten Kraftgürtel bei ihm. Das könnte man tatsächlich Yosuke anlegen. Ich glaube, der ist so ein bisschen magiermäßig drauf, oder? Ah, ne, trägt doch schon. Der hat schon ein Krähenamulett. Okay. Ja, Yukiko trägt noch nichts. Die trägt nur, warte mal, kommt der endlich was? Kyosensu. Spitzenbluse. Kettenhemd könnten wir anlegen, auf jeden Fall. Ja, da geht Ausweichen ein bisschen runter, aber was soll's. Zubehör, was ist denn für Yukiko gut? Stirnband,
Also erhöht die Ausweichrate gegen Feuerangriffe, scheißegal. Das ist ja ihre Stärke, ihre Resistenz. Da geben wir ihr doch mal Augencreme-Amulett. Da musst du erstmal. Gut, das passt. Das können wir, glaube ich, so lassen. Das passt schon, das passt schon. Ja, auf jeden Fall schon mal cooler erster Dungeon hier, muss man eigentlich mal sagen. Oh, jetzt kommt ein schwerer Gegner. Oh, jetzt wird es ein bisschen krass. Eis haben wir hier und hier war die Schwäche. Blitz. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Jetzt können wir ein bisschen Magie verwenden, ja. Machen wir das auch nochmal hier. So, Deckung. Ach scheiße, wir müssen ja wieder einstellen. Wir müssen aber jeden nochmal einzeln einstellen, ja. Natürlich wollen wir die eine einzeln steuern. Warum sollten wir das nicht wollen? Es ist krass, weil ich glaube, Persona 3 bei dem PlayStation 2 Spiel, bei der Version zumindest, konnte man, glaube ich, gar nicht einstellen, oder ich weiß nicht, ich glaube, man konnte gar nicht einstellen, dass man die direkt befehligen konnte. Ja, natürlich direkte Befehle, also ich bitte dich. So, das hat sich gelohnt hier, oder? Oh, Urobass. Nehmen wir. Neue Persona. Du bist uns zu viele Personas. Würde ich sagen, hau den Schleim mal weg. Ich habe kein Interesse am Schleim. Aber Urobass ist wahrscheinlich... Ah, sehr schön. Ja, nice. Was kann er denn? Was kann die Persona denn? Urobass ist gut. Agi, Backpfeife. Dekaya annulliert Werteboni bei allen Gegnern. Ja, okay. Ist nichts, wo ich sage, wow. Ich freue mich. Also ich werde es in Freudentränen ausbrechen, aber... Kann man mitnehmen. I smell two enemies. Beat them up. Hang tight and go for it. Ba, 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 ba. Ja, ist schon herrlich. Ist schon herrlich. Was ist jetzt los? Oh, geil. Ein Gruppenangriff, ich glaub's nicht. Was passiert denn jetzt? Ja, warum nicht? Ich würde sagen, das ist sowas wie Showtime hier. Es passiert einfach. Die rasten komplett aus, ja, allerdings. Aber wir können es ruhig machen. Ah, ein Smoking. Den wahrscheinlich Yosuke nicht tragen. So, Chie kann wahrscheinlich kein Smoking tragen. Und die Yukiko wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, Wahnsinn! Also, ich würde mal sagen, ist doch alles sehr zufriedenstellend hier, oder? Da haben wir uns gleich richtig schön gelevelt und wissen auch in Zukunft Bescheid. So, warte, die eine erkundete Ecke, da möchte ich mir noch angucken. Wäre jetzt hier rechts lang. Bam, 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 bada, bada, bam. Lebenssteine halten. Fantastisch. Ja, also wirklich, ich bin einfach nur froh, dass mich jetzt Persona 4 heilt, weißt du? Das ist einfach sozusagen diese ganze Frustration, die ich wieder im dritten Teil habe, dass sie wirklich wie weggeblasen ist. Also, man kann es halt nicht anders sagen. Es ist halt ein ganz anderes Erlebnis hier. Okay, Yuki-chan? You're low on health. Ja, gut, komm mal. Du hast recht. Gut, dass du es mir sagst. Komm. Yosuke, heil mal. Ja. Sonst hätte sie auch selbst heilen können. Ja. Egal. Oh, jetzt war er ein bisschen größer, der Schatten, ja? Aber der ist ja eigentlich auch nicht stark, ne? Also. Wir müssen ja einfach nur mit Dings drauf, ja. Mit Chie. Ja, schütze dich mal mit deinem Fächer. Ich finde es so cool, dass sie als Waffe einen Fächer hat. Ich finde so Fächer als Kampfstil oder so als Waffe, nenne ich es jetzt mal, finde ich immer viel zu unterbewertet. Ich finde, das sieht einfach stylisch aus, wenn man so schön einen Fächertanz da macht, ne? Und hat schon was. Jetzt rasten sie wieder aus! Jetzt kommt wieder! Geil!
Ich liebe das. Auch wenn es nur 32 Schaden gemacht hat, aber geil. Das ist echt, ey, wirklich. Die beiden haben es echt drauf. Das ist echt eine richtig geile Freundschaft hier. So, geschickter Taktiker, nutze 100 Mal die Schwäche eines Gegners aus. Habe ich als Erfolg bekommen. Dankeschön. Gut, Taktiker ist natürlich jetzt ein großes Wort dafür. Das hat so eine Spielmechanik, die man natürlich ausnutzen muss, ne? Das hat ja nicht viel mit Taktik zu tun, glaube ich. Aber ich nehme es an, Dankeschön für die, das Kompliment hier, ne? Okay, Shia hat Angst. Ist okay. Komm ich mit klar. Abwehr hoch. Das ist schlecht. Ah komm, schauen wir uns so, ob er seine Abwehr hoch ist. Siehst du, ich sag's doch. Ich muss einfach nur an die, ne? Ich muss einfach nur an meine Gruppe glauben, an die Kampfstärke meiner Truppe. Dann wird das schon was. So, was haben wir denn? Stufe hoch. Auf jeden Fall nehmen wir die. Eins mehr. Eine vorhandene Karte wird zu einer Arcana-Karte. Könnte natürlich auch die Gefahr bestehen, dass die hier... Ja, hier Stärke. Ja, Sandmann ist sehr gut, aber wir haben eh keinen Platz mehr. Das heißt, ich nehme die Stufe hoch. Ganz ehrlich. Also, sorry, aber wenn ich die Chance habe, hier meine Persona zu verstärken,